Okay. Dann hast du jetzt 2,1. Oh, ganz knapp für das günstigste in Los Santos. Wobei das günstigste in Los Santos sind doch sogar 2 Millionen glatt. Ach so, okay. Ansonsten kann ich beim Nachtclub nochmal vorbeischauen, ob da noch irgendwas zu holen ist. Dann habe ich ja rein theoretisch noch Franklin, das Unternehmen. Und Bunker vielleicht. Ja, richtig. Und das Labor, wenn es da noch irgendwas gibt. Da könnte man nochmal Ah, gucken. wir sind gerade in der Open Season. Ups. Oh Gott, schnell, warte. Das Schnell ist so ein weg ganz hier. schnell. Oh, das ist ja. Na. Ja, bin schon dabei. Oder hast du auch schon gemacht? Ich habe auch schon aus Panik, ja. Dann die Frage. Soll ich dann zu dir kommen? Dann lad du mich lieber ein, weil ich hatte den Spawnpunkt noch auf Bunker. Ach so. Oh, Wenn ich jetzt beliebt. zu dir komme, dann sind wir direkt in Los Santos. Beliebtheit ist bei mir auf, ich glaube, 88%. Muss ich wahrscheinlich die Musik noch mal wechseln. Ein blauer Punkt oder eine blaue Person angezeigt wird und dir fehlt maximal ein Balken, dann mach am besten den blauen Punkt oder diese blaue Person, weil Hab das ich leider kostet nicht. nichts. Ach so, nee, hab ich leider nicht. Ansonsten, ich kann auch noch warten. Ich bin jetzt da. Ach, ich bin ja jetzt schon wieder im Bunker. Aber du könntest mich theoretisch in deinen Nachtclub einladen. Ach so, wie mache ich da? Oh Gott, wie mache ich das denn? Interaktionsmenü. Ja. Nachtclub-Verwaltung. In den Nachtclub einladen. Ja, Danny. Perfekt. Dieser Boss Hast du und gut gelernt? ja, vom Bächchen gelernt. Wäre auch geil, wenn irgendwie so ein hättest so ein Flur, wo dann so dein Werdegang so mit den Oh Leuten. ja, das war richtig cool. Na gut, Nachtclub habe ich jetzt, glaube ich, 75, nee, 40.000 habe ich, glaube ich, jetzt abgenommen. Könnten wir jetzt rein Die theoretisch. Nachtclub-Verwaltung hast du eingestellt, ne? Also, dass die Personen dir südamerikanische Importwaren einlagern und dass sie dir Waffengüter einlagern. Warte, ich guck mal. Achso, jetzt gucke ich mir nur den an. Ich möchte gerne in das Menü. Wie komme ich in das Menü rein? Hallo? Ne, jetzt bin ich wieder bei der. Oder bei dem. Ich drücke gerade wieder alle Tasten. Danke, Nachtclub-Management-App. Ich habe zwar tausendmal Enter gedrückt, aber irgendwie wollte es trotzdem nicht. Sino machen würde wahrscheinlich jetzt schneller gehen, als wenn wir jetzt die ganzen Unternehmen abarbeiten und würde mehr Geld bringen. Dann machen wir Casino. Also ich habe südamerikanische Importwaren, ja. Sehr gut. Und Waffen müsstest du ja theoretisch auch, also Rüstungsgüter oder wie das heißt. Meinst du Frachtgut und Warenversand? Nee, das, was danach kommt. Ich habe Jagdausstattung. Ja, genau, Genau, Jagdausstattung, ja, die genau. habe ich. Okay, perfekt. Wenn du die beiden eingestellt hast, Ja. also du müsstest ja dann zwei Lagertypen haben, ne? Genau. Und ich kann Güter verkaufen im Wert von 52.000. Ah, ist doch schon so viel zusammengekommen. Nice. Soll ich die verkaufen oder soll ich noch warten? Wie du magst. Wie gesagt, Casino wird jetzt Ja. wahrscheinlich schneller und mehr Geld Ja, bringen. dann machen wir Casino. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es in 15 Minuten durch. Wenn wir Glück haben. Ja, ich glaube, das Beste waren mal unter 15 Minuten, ne? Ja, das waren irgendwie 13 oder 14 gewesen. Da Ja. hatten wir auch Elite Challenge geschafft. Stimmt, ja. Und diesmal ist es auf Schwierigkeitsgrad leicht. Es Oh, ist die das. Methode still und leise.
Oh, das ist natürlich entspannt. Ich war schon überlegen, ob ich auf aggressiv wieder mache. Den Bock hätte ich schon drauf gehabt, aber ja, das wäre dann auf dem Schwierigkeitsgrad schwer gewesen. So. Hatten wir ja schon mal schwer gemacht? Ich glaube nicht nur normal, oder? Aggressiv hatten wir nur auf leicht gemacht. Mhm. Auf schwer bringt es etwa 300.000 nochmal mehr. Ja, aber ist auch bemerkbar schwerer. Als ich heute GTA gestartet hatte, hatte ich 62 Millionen gehabt. Jetzt sind es 28,4. Nice. Boah, das tut ja weh. Das tut ja mega weh. Aber vom letzten Update, alleine die 10 Drift-Autos hatten auch 30 Millionen gekostet. Also so in der Summe ist nicht teurer geworden, obwohl ein paar Polizeiautos sehr teuer sind. Aber insgesamt die 10 kosten genauso 30 Millionen wie die 10 Drift-Autos. Ich habe die ganzen neuen Autos auch extra in eine Garage reingepackt, wenn du nachher den mal angucken willst. Ja, gerne. Ja, hast du mich direkt eigentlich schon eingeladen? Nee, noch nicht. Ich dachte, du kommst hier raus. Ach so, weil ich gerade die ganze Zeit im Nachtclub chille. Und auf deine Einladung. Ach ja, super toll, wenn du stellst im Club, ich chill vor dem Club. Kommunikation vom Feinsten. Warte, ich komm raus. Hab ich gedacht, was macht er denn die ganze Zeit? So kann man auch dem Geld schneller nahe kommen. Warte. So verlassen. Ja, und bist du hier? Da bist du? Ja. Ach. Bislang von den Polizeiautos gefällt mir das am besten. Das stimmt, das ist halt echt. Ach, das war's. Ach so. Ja, das war mein Fehler. Gut. Nicht Internet. Was macht der hier? Hä, wer? Ach, der. Der NPC. Ah. Ist es so gewollt oder fährst du oder? Ja. Okay, weil bei mir hängst du so voll in der Brücke drin. Aber so richtig. Ach ja, das ist auch immer wieder witzig in den Videos. Ja, das stimmt. Aber in dem letzten mit Helikopterflug und dann immer wieder, wenn die Disconnection da ist, dann scheint es einfach den Absturz zu simulieren. Genau, ja, das ist. Der Abschluss im wahrsten Sinne des Wortes. Na genau. Ups. Ja, das war ja eine gute Reaktion. Hört die Sirene und fährt erstmal direkt vor das Auto. So mache ich das auch immer, wenn ich einen Krankenwagen sehe. Immer direkt davor. Ich hab auch gedacht. Ganz normales Verhalten. Das wurde uns in der Fahrschule gelernt. Krankenwagen, Feuerwehr und Polizeiautos immer behindern. Immer. So. Mir ist das wirklich einmal passiert, dass ich aus Versehen den Krankenwagen blockiert habe. Ach so, oh Gott, ich glaube, ich hätte geheult. Da habe ich die Sirene gar nicht gehört, weil ich zu laut Musik anhatte. Das muss man aber auch erstmal schaffen, ne? Also zu laute Musik. Na, ich habe durch den Krankenwagen mein erstes. Du musst deinen MC noch beenden. Warte. Auflösen. Na, ich hatte meinen ersten Autounfall mehr oder weniger wegen einem Krankenwagen. Der ist nämlich, also wir hatten grün und der kam halt von der Nebenstraße, die rot hatte und hatte aber die Sirene nicht an. Du hast halt nur das Blaulicht und es war auch im November, nee, Oktober müsste es ja, Oktober war das, ne, stockduster, 6 Uhr oder 7 Uhr, ne, und du hast halt nur dieses Blaulicht gesehen, was halt
durch die Häuser reflektiert worden ist und du wusstest halt nicht, steht da jetzt ein Polizeiauto, kommt ein Auto gefahren, ne? Und hätte das Auto, also der Krankenwagen, die Sirene angemacht, dann wärst du sowieso, also wärst du sowieso schon langsamer gefahren, hättest geguckt, okay, wo kommt denn das her? Und da ist einfach mit dem Affenzahn über die rote Ampel gebrettert. Ich konnte doch gerade so eine Notbremsung durchführen und die hinter mir, die kam wahrscheinlich mit 30, 40 angerast und ist mir voll hinten drauf gefahren. Oh. Und dann hat er erst die Sirene angemacht, wo ich mir auch denke, ja, danke dafür. Seitdem habe ich ein Trauma von, also Krankenwegen, diese rote Ampeln passieren. Aber der Krankenwagen hat natürlich keine Schuld bei sich gesehen. Das war, nee, wo ich mir denke, ja. Und wer musste das zahlen am Ende? Die mir hinten drauf gefahren ist. Weil, also es war, ja, also eine andere hat sich auch noch mit hier beteiligt. Ne? Also die hat dann auch hier Polizei gerufen, weil wir alle halt so ein bisschen, also unter Schock gestanden haben. Und die hat bei der Polizei auch ausgesagt, dass der Krankenwagen keine Sirene angehabt hat. Und dass erst, nachdem halt der Unfall passiert ist, beziehungsweise wo ich die Vollbremsung gemacht habe, dass dann erst die Sirene aktiviert worden ist. Und boah, dann haben die den Krankenwagen, also ich weiß nicht, ob der Krankenwagen zurückgefahren ist, weil er gesehen hat, dass ich einen Autounfall hatte, oder ob die über die Leitstelle dorthin zurückzitiert worden sind. Auf jeden Fall waren da drei Leute dabei, die halt gesagt haben, nö, die Sirene, die war an. Und wir alle drei, nee, die war nicht an. Ja, dann wurde die halt verwarnt, die mir hinten drauf gefahren ist, dass sie bitte Abstand halten soll, wo ich mir denke, ja, aber, ja. Ja, das war. Ja. Aber das ist in der Regel meistens so, dass immer der zahlt, der hinten drauf gebumst ist. Ja. Aber weißt du, wie, also seitdem habe ich ja, also bin ich halt sensibilisiert und weißt du, wie oft ich jetzt Krankenwegen oder Polizeiautos sehe, die wirklich von der roten Straße kommen und nicht die Sirene anhaben und es hat wirklich in der Zeit fast dreimal wieder geknallt. Genau die gleiche Situation. Das ist einfach, ja, der Krankenwagen. Wenn du bist da als, sag ich mal, normaler Bürger komplett angearscht. Also wie gesagt, wenn du die Sirene hörst, dann guckst du, fährst automatisch langsamer und guckst, okay, wo kann es herkommen. Oder auch andere Leute gucken dann automatisch und fahren langsamer. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass für manche Beamte dieses Sonderrechte frei quasi wie Gottmord ist. Was ich auch Entschuldigung, wenn ich unterbreche, was ich diese Woche erlebt habe, wir haben so eine Schnellstraße, wo du maximal 70 fahren darfst, ne? Und wir standen alle so hier an der Ampel und hinten Krankenwagen. Wir alle so, oh toll, wie kann ich es am besten hier ausweichen, damit wir dem Krankenwagen Platz machen können, ne? So. Es sind teilweise welche über die rote Ampel gefahren, alles kein Stress. Dann ist der. Achso, ey, lol, ich bin gar nicht mit ausgestiegen. Du bist ja an einer ganz anderen Ecke. Ja, ich bin gerade nicht mit ausgestiegen. Ich habe keine Ahnung. Soll ich mal zu. Ich fahre mal mit hin, ne? Naja. Wäre gut, ja. Auf jeden Fall, ne? Ist der Krankenwagen, nachdem wir ihm Platz gemacht haben, die ganze Zeit 70 gefahren. Ich bin dem wirklich. Ach, hier. Lol. Ja, hallo. Eigentlich bin ich da hingefahren. Ja, keine Ahnung. Auf einmal war es dann weg. Ja. Nee, aber wo ich mir gedacht habe, dass so dringend kann ja der Notfall gar nicht sein, wenn der Krankenwagen gemütlich mit dem Berufsverkehr mit Blaulicht fährt. Also wirklich, ich bin in dem die ganze Zeit hinterher gefahren. Mit einer 70. Also habe ich mir auch an den Kopf gefasst. Weil normalerweise fahren die dann. Ja, aber trotzdem. Aber wenn die normal fahren können, dann brauchen die eigentlich auch gar kein Blaulicht. Ja, eben, genau. Und zwar Blaulicht und Sirene, weil die haben extra hier, mach Platz frei, ne? Und dann sind ja alle dann weggefahren, damit er durch kann. Und dann fährt er einfach eiskalt 70. Weil normalerweise fahren die dann ja, ich weiß nicht, 90? Weil die wollen ja schnell zu dem Einsatzort gelangen, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir wieder den Meistersprung machen. Ach ja, das wird gar nicht so. Da brauchst du den Fallschirm ja gar nicht manuell öffnen, kannst du ja einfach nur so tief es geht fallen, dann so. Öffnet der sich automatisch. Ach so, okay. Teilweise macht mein PC irgendwie immer noch Probleme, oder? Ja. Allgemein, einfach teilweise dann bleibt es für 2-3 Sekunden stehen.
Okay. Hatte ich auch letztens bei einem von diesen Fahrerzeitrennen gehabt. Ich bin tot. Oh. Na gut, ein Teamleben haben wir. Ja, ich bin jetzt da. Problem ist nur, ich habe keine Panzerung, ne? Oh. Nee. Ja. Dann müssen wir hoffen und beten, dass wir das still und leise schaffen. Ah, ich habe keine Panzer. Ja, ja, die war alle. Naja. Auch keine gekauft? Nee, ich war zu langsam. Also jetzt gerade diese eine, meine? Nee. Aber nachträglich kann ich jetzt nicht kaufen, ne? Nee. Nicht wenn der heißt, leider. Ah, try and error, oder? Das hatte ich nicht unterbrochen. Was wolltest du noch sagen? Du hast das Gefühl, das Beamte? So begann dein Satz. Ach, das Beamte, sobald sie den die Anweisung bekommen, Sonderrechte frei, dass das für die wie Gottort ist. Nach dem Motto, jetzt geht alles und bin unverwundbar. Manchen hast du wirklich das Gefühl. Jetzt haben wir auch noch so Videos gesehen, da hat man auch so richtig gemerkt, der Typ ist durch und durch Gamer. Legt sich die ganze Zeit über Mücken und so weiter auf und dann, ja, diese gottlosen Hurensöhne, diese Nuttensöhne. Und dann, boah, warum haben die so ein abartiges Spawn-Rate? Noch ist alles gut. Den haben wir vorsichtig, noch. Eine Kamera müssen wir ausschalten. Aber mehr als die dürfen wir nicht kaputt machen. Oh, jetzt hängt schon wieder. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass was mit dem Flüssigmetall unter meinem Respreader nicht in Ordnung ist. Unter deinem was? Oh, fuck. Nein, der hat sich gedunkt. So viel zu still und leise. Sorry, mein Fehler. Alles gut. Oh, das ist jetzt spannend. Ja, jetzt ist es quasi aggressiv. Oh. Lauf schneller! Och, mein Alter. Ich würde auch sagen, am besten einfach so schnell wie möglich durch, oder? Ja, hab schon wieder fast keine. Auch keine Snacks? Doch, die habe ich hoffentlich noch. Hier sind direkt welche vor der Tür. Ja. Und hier wird es jetzt schwierig, weil hier mehrere sind. Also. Jetzt? Ja. Perfekt, oh. Richtig gutes Timing. So. Ja, komm, schnell! Oh, Gottes Willen. Ja, ich hab halt meinen Prozessor geköpft gehabt. Geköpft hast du den? Das bedeutet, man nimmt dieses Metallteil, was oben drauf ist auf dem Chip, das nimmt man ab. Das ist sozusagen der Kopf. Ich glaube, dass das damit gemeint ist. Ja, und dazwischen ist halt, also zwischen diesem Metall und dem Chip, war Wärmeleitpaste gewesen. Bei den neuen Prozessoren ist an der Stelle Lötzinn. Weil Lötzinn leitet die Wärme besser. Und Wärmeleitpaste leitet sehr schlecht Wärme. Entsprechend kann man den Prozessor damit schlecht kühlen.
Deswegen habe ich den Kopf abgenommen, habe die Wärmeleitpaste, die da standardmäßig drauf war, abgemacht und stattdessen Flüssigmetall drauf gemacht. Angeblich, wie es damals verkauft wurde, sollte Flüssigmetall ewig halten. Wie ich aber selber herausfinden konnte, 2 Jahre Maximum. Ich glaube, die sind erreicht. Ich muss das mal erneuern, aber das ist nicht so einfach. Wahrscheinlich auch nicht günstig, ne? Doch, weil ich kann ja auch erstmal Wärmeleitpaste drauf machen. Achso, Wärmeleitpaste. Ja, ist ja halt nur nicht so leistungsstark, da muss ich ein bisschen geringer tanken. Achso. Aber Flüssigmetall kostet, glaube ich, auch nur 15 Euro, so eine kleine Tube. Also das ist kein Beinbruch. Aber es ist halt aufwendig und immer wieder riskant. Weil Flüssigmetall ist leitfähig, Wärmeleitpaste nicht. Wenn Flüssigmetall aufs Mainboard kommt oder sogar in den Sockel, dann ist das ganze Mainboard im Arsch. Oh nein. Soll ich auf dich warten? Ja, ne? Ja, du kannst jetzt B nehmen. Ach ja, stimmt. Übrigens. Ach, wir haben hier auch was für tolle Bilder. Auch vom Schwein. Stimmt, B ist auch frei. Aber D ist jetzt auch frei. Ach, was mache ich da? In dem Raum hier ist doch nichts. Oh, scheiße. Wie viel soll schief gehen? Ja. Keine Panzerung. Alarm. Und dann hängst du auch noch während der heißt. Aber C ist auch frei. Das ist gut. Dann fehlt wahrscheinlich nur noch hier A, genau. Ah, schaffen wir schon. Noch fast eine Minute. Ach komm, pack das schneller ein. Meine Güte. So. Mach ich den Kraus zu, wird dann nochmal richtig lustig werden. Nee, kannst du nehmen. Nee. Ha, jetzt geht aber da durch. Was? Nee, die habe ich schon. Nein, C. Ach, C. In dem Gang, wo du gerade warst. Ah, also. Und danach kannst du A nehmen. Ah, ja, wenn ich es noch schaffe, ja. Ich betone es jetzt extra konkreter. Ja. Ey, wir haben echt wenig Beute, ne? Also im Vergleich zu anderen Casino heißt. Ja, 30 Sekunden. Wir haben ja noch längst nicht alles drin. Ja. Wir haben 20 Sekunden, ne? Wenn wir die drei noch nehmen, dann sollten wir eigentlich, glaube ich, auf 2 Mio kommen. Oh, es wird schwierig werden. Ich mache nochmal. Schnell! Oh Gott, ich würde sterben. Ich sag's dir, ich habe noch 10 Sekunden. Ja, ich auch. No. Du musst noch ein Bild. Oh, du bist hierhin. Oh, das ist. Oh, okay, gut. Wir können nochmal hier neu starten. Und das ist kompletter Reinfall, was wir jetzt gemacht haben. Wirklich? Egal. Und ich habe extra A gesagt. Was war's? Ich will betonen. Warte. Oh, lauf! Warte, wo müssen wir raus hier? Nee, wir müssen sterben. Warum? Warum? Weil dann spawnen wir vor dem Tresor neu. Dann können wir nochmal neu probieren. Aber ich habe 1,9 haben wir. Reicht doch, oder? Nee, hier sind die Abzüge größer. Achso. Als bei Kaio. Achso. Deswegen, hier lohnt sich schon jetzt nochmal das eine Gemälde auch mitzunehmen. Beziehungsweise vielleicht schaffen wir auch sogar noch ein bisschen bohren. Warte, Neustart, Bild nach oben. Jetzt ist neue Chance, mit, das mit still und leise zu schaffen. Achso, das ist natürlich cool. Ach, hier sind wir. Okay. Sieht immer aus, als würdest du mir auf den Arsch hauen, ne? Dann geh schnell rein und dann. Knapp auf dem Hintern. Ja, das wäre ja auch so eine geile Teamgeste, ne? Ja, komm, zack. Du bewegst deinen Arsch. Zeit ist Geld.
one drone each could make all the difference. Oh. They carry a small number of fast-acting tranquilizer darts. One scratch and our Texan friends will be out for the count. Oh, oder? Doch. Obviously these guards aren't here for their IQ, but if they see or hear a drone, you can consider yourself. Das hast du halt den Kollegen, ne? Ja, hoffentlich schaffe ich es jetzt. Ja. Er ist weg. Dann können wir diesmal auch den Tresor leer räumen. Oh, weil die Challenge können wir ja jetzt sowieso nicht schaffen. Ach schon, weil wir gestorben sind. Perfekt, der Typ ist weg. Ich mach die auf. Ach, Tresor meinst du den hier? Ja, genau. Oh fuck. Nee, Kamera habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, das war grad echt. So, Geld nehme ich mit, ne? Ja. Na komm, mach hin, ne? Wirklich abgegriffenes Geld. Gold habe ich, schön. Ach Mensch, Gott, mach doch schneller. Täglich abgegriffenes Geld. 800 AP. Boah, da ist ja ganz gut was drin. Hm. Manchmal ist da nur 40.000. Ach so, ja, 85. Und bist du? Hast du die Fahrstuhl genommen oder? Nee, diesmal die Treppe. Okay, so Kamera heißt es da, okay. Kommst du auch zur Treppe? Ja, warte. Oder? Nee. Fuck. Oh. Hey, du bist unter die Kamera gegangen. Oh! Ja, warte, ich muss zurück. Warte. Ist verwechselt. Nee, jetzt musst du warten, bis sie sich dreht, oder? Ja. War richtig knapp. Na, zumindest sieht es bei mir so aus. Er hat eigentlich gar nicht gut. Ja, perfekt. So, gleich müssen wir aufpassen, da wird noch eine Kamera bei der Tür sein. Hm. Erstmal muss ich die Typen hier ausschalten. Ansonsten und soll ich, schnell. Soll ich, achso, sonst hätte ich auch eingenommen. So, jetzt schalte ich die Kamera aus, aber warte bitte noch. Mhm. Weil hier kommt gleich ein Typ. Mhm, okay. Den müssen wir ausschalten, aber den, da müssen wir ein bisschen warten, bis er weiter so näher kommt, damit er nicht in der Kamera dann liegt. Ach so. Wenn er an der Kamera liegt, ja. Dann wieder erwischt. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich aufpassen, dann die Kamera geht gleich wieder an. Oder wir schaffen es noch. Perfekt. So, dann kann man den Typen wegnatzen. Mhm. Den kann man wegnatzen. Achtung. Kamera ausmachen. Ja. Und jetzt können wir hier durch. Was? Der sieht uns nicht. Ja, das ist so sinnlos. Da ist überhaupt keine Logik dahinter. Jetzt? Ja. Wir haben es schon mal still und leise reingeschafft. Ja. Nur rausschaffen. Können wir ja EMP benutzen. E und B? EMP. EMP. Das ist so ein elektromagnetisches Störfeld, womit man Strom abschalten kann. Ach so. Oh, fuck. Ja. Ja, man muss das immer wieder so antippen. Mhm. Dass es so ganz leicht runter geht, wieder hoch geht, runter geht, wieder hoch geht, so hin und her ganz schnell. Mhm. Warum muss doch so empfindlich sein, der Bohrer? So.
So, dann kannst du gleich nach links laufen, zu B. B. Genau. Zum B habe ich erstmal übersehen gehabt. Und danach nimmst du bitte D. Das ist immer krass bei diesen Bilderabwickelsequenzen, dass dann immer die FPS so ein bisschen einbrechen. Okay. Das ist bei mir meistens der Fall. Gleich kannst du C nehmen. Schneller. Das stimmt. Und danach kannst du gleich F und dann E nehmen. Okay. Und wenn da noch Zeit ist, dann bohren. Müssen wir aber locker schaffen. Ja, bei 30 Sekunden raus. Das war echt unlucky einfach beim ersten Versuch. Oh ja. Aber ich bin auf einfach, oder? Ja, richtig. So, hab alles. Dann kannst du bohren. Das ist noch die ganze Zeit bei 70 Grad. Normalerweise bei GTA so bei 62 bis maximal 68. Hast du hier Temperaturanzeige? Ja, permanent. Oben links im Bildschirm. Was war das Höchste, was du da mal hattest? 68. Aber das ist eigentlich ja normal, ne? Oder? Je nach Grafikkarte. Und je nachdem, wie gut die im Gehäuse gekühlt wird. Du hast noch 15 Sekunden. Ja. Ja. Verpennt beim Reden. Ups. Ob das noch. Oh, ganz spannend. Oha. Oh, das hat sich aber von der Summe richtig gelohnt. Oh ja. Dass wir jetzt normal machen, meine ich insgesamt. Oh ja. 2,4. Und was hatten wir vorher? 1,9? 1,9, genau. Und das sind jetzt fast 2,5. Ja. Jetzt? Boah, synchron. So, jetzt glaube ich, müssen wir uns aber nochmal konzentrieren. Weil die Welle ist eigentlich alarmiert, oder? Nee, weil wir haben es ja geschafft, rechtzeitig raus. Deswegen ist noch kein Alarm, die wissen nicht Bescheid. Ich mache gleich EMP an und dann wird auf Nachtsicht umgeschaltet. Ach so, ah ja, stimmt. Ne, dürfen und dann sie müssen nicht wir gucken, lassen, wie ne? wir da durchkommen, weil das habe ich schon eine Weile lang nicht gemacht. Ah, okay. Nee, es gibt gar nicht die Option mit EMP. Wahrscheinlich geht das nur, wenn man nicht neu startet. Oh. Dann müssen wir ohne EMP hier rauskommen. Wusste, dass der nicht von der Kamera gesehen wird. Oh.
Tina. Vorsicht aber auch aus. Müssen wir warten, bis eine vielleicht wieder online ist? Nee, weil die hier, die müssen wir auch noch ausschalten. Und ich glaube, da kommt gleich ein Typ. Aber lass mich am besten bitte vorgehen. Bist du weiter oben? Ja. Ja. So, hier kommt ja, glaube ich, jetzt gerade kein Typ mehr, weil wir... Genau. Ich muss kurz warten. Ich kann mal sehen. Ja, guck mal, ob wir die Kamera diesmal ausschalten können, ob das geht. Ja, geht. Okay. Perfekt. Jetzt kommt der Typ. Kurz warten wegen dem Typ, genau, ja. Durch, klatsch ihn weg. Ah, sehr gut. Schon müssen wir es verkleiden, oder? Hier? Nee, das war bei Riesenschwindel. Ach so. So, der Typ kommt jetzt. Wo der hingeht. Oh, der kommt wieder zurück. Okay, interessant. Dann sollten wir jetzt fast hier durch, oder? Oder doch? Ja, genau. Hier kommt noch einer. Vorsicht. Okay. Okay, bei mir hast du jetzt gerade voll gegen die Säule geschossen. Hä? Er ist trotzdem down gegangen. Ja, bei mir war noch Zeitlupe, wie ich ihn im Kopf getroffen habe, weil da gerade wieder das System sich aufgehauen hat. Oh, naja, jetzt kommen sie. Wollen wir Fluchtwagen nehmen oder Heli? Worauf hast du mehr Bock? Das, was am sichersten ist. Ein theoretisch. Ach so, okay, gut. Dann Heli. Ansonsten müssen wir bei den Fluchtwagen ja eigentlich nur in den Tunnel. Können wir auch den nehmen. Ja, da begegnen uns nur wahrscheinlich noch ein paar Cops auf dem Weg, wenn wir jetzt zum Fluchtwagen gehen. So. Ah, dann verlieren wir Geld, ja, dann besser nicht. Also lieber Heli. Ja. Wo bist du? Auf dem Berg. Okay. Wir brauchen ein Auto. Okay. Wir haben auch ein Heli, wollen wir den Heli? Achso, der ist da. Ich glaube, der stürzt eher ab, wenn du den Piloten dazu bringst zu landen. Warte. Jetzt bin ich drin. Haben wir keinen Lockvogel? Doch. Achso. Aber irgendwie haben wir trotzdem 5 Sterne. Ach, ja. Okay. Ja. Hä? Da kommt etwa ein Wagen ran. Geben die sich zum Lockvogel. Okay. Bitte steigen Sie aus, danke. So. Ach, du bist auch schon oben. Achso. Ja, ich bin schon fast beim Heli. Wirklich? Ja, bei mir. Bei mir hast du erstmal ganz lange noch im Wagen gechillt und jetzt, ja. Auf dem Dingens. Okay. Das war jetzt wieder interessant. Ein interessanter Flug werden, meine Güte.
Das einzig Gute ist bei so einem Absturzflug, dass er nicht explodiert. Das wäre sonst sehr ärgerlich, ne? Ja, stimmt. Dann würdest du jedes Mal sterben. Mhm. Und so viel Geld haben wir eigentlich auch gar nicht verloren, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, 22.000 haben wir jetzt verloren. Mhm. Wir machen den Braten nicht mehr fett, oder? Nee. Gleich solltest du definitiv erstmal genug Geld haben. Oh ja. Fürs Unternehmen. Oh, ich bin gespannt auf die Kopfgeldmission. Oh ja, ich auch. Da soll es eine geben, die etwas über 100.000 bringt. Hm. Kann man aber nur alle 24 Stunden eine davon machen. Okay. Und drei Stück, die bringen im Schnitt 35.000 pro Person. Mhm. Und die wechseln wohl jede Stunde. Okay. Also man kann jede Stunde drei Stück, die im Schnitt 35.000 bringen. Mhm. Das macht 105.000 im Schnitt, die man pro Stunde damit maximal verdienen kann. Ja, und einmal am Tag halt die 100.000 nochmal drauf. Deswegen, es ist nicht sehr rentabel, das Ganze. Du musst halt wirklich täglich spielen. Oder hast, sag ich mal, so viele andere Unternehmen, dass es dir nicht wehtut, ne? Das kommt noch drauf an, wie lange diese Kopfgeldmissionen dauern. Mhm. Bei 35.000, damit sich das rechnet, muss das sehr schnell gehen. Mhm. 1,5 habe ich jetzt. Nicht schnell, nicht schnell neu starten, ja gut. Mhm. Das ging nicht anders. Hm,